So, herzlich willkommen zurück bei Age of Empires in einer neuen Folge, Folge Nummer 15. Ich vergesse es echt jedes Mal. Also ich habe eben noch nachgeguckt, welche Folge ich habe, damit ich es jetzt weiß. Und ich habe es innerhalb der 4 Sekunden, die ich brauche, um die Aufnahme zu starten, schon wieder vergessen. Das muss mir erstmal einer nachmachen. Naja, egal. Wir sind auf jeden Fall mit der Einführungskampagne der Aufstieg Ägyptens fertig und werden uns jetzt in dieser Folge um eine neue Kampagne kümmern, nämlich der Ruhm Griechenlands. Folgen Sie den Griechen von deren Anfängen im Bronzezeitalter bis hin zum Höhepunkt der hellenischen Ära. Schlüpfen Sie in die Sandalen von berühmten griechischen Helden wie Achilles, Perikles, Xenophon und Alexander dem Großen, um eine Zivilisation zu errichten, die die antike Welt vom Mittelmeer bis nach Indien umspannt. Das klingt doch nach einer Aufgabe. Und dann gucken wir mal, was wir als erstes tun müssen. Das mediterrane Klima der Peloponnes eignet sich zur Landwirtschaft. Um in einer zunehmend feindseligen Welt zu gedeihen und zu expandieren, muss ihr Volk jedoch Gebiete mit Nahrungsvorkommen in Besitz nehmen. Das Gebiet wird bereits von 3 anderen Gruppen bewohnt. Von diesen sind die Pelasger am stärksten. Errichten sie 5 Bauernhöfe, um die landwirtschaftlichen Bedürfnisse ihres Volkes aufrechtzuerhalten, und zerstören sie alle pelagischen Bauernhöfe, um ihrem mächtigsten Nachbarn einen herben Rückschlag zu verpassen. Es könnte erforderlich sein, die Achaier oder die Danaer zu eliminieren, um in dieser Region einen Ausgangspunkt zu errichten, bevor der Kampf mit den Pelaskern beginnt. Also die Achaier und Danaer sind einfach unterwegs, so mal eben zu beseitigen. Die gehören gar nicht dazu. Okay. Was sind unsere Ziele? Zerstören Sie alle pelasgischen Bauernhöfe und bauen Sie 5 Bauernhöfe. Das klingt machbar. Hinweise. Der erste potenzielle Ort für Ihr Dorfzentrum ist auch am schwersten zu verteidigen. Es wird empfohlen, Ausschau nach einem besseren Ort zur Errichtung Ihrer Basis zu halten. Greifen Sie erst an, wenn Sie wirklich bereit dazu sind. Die Pelasger sind gut vorbereitet auf einen Ansturm. Unsere Rivalen haben mehrere wichtige Ressourcenvorkommen besetzt. Diese einzunehmen wird entscheidend für Ihren Erfolg sein. Die Mykener sind auf das Werkzeugalter begrenzt. Sie können nicht in die Bronzezeit voranschreiten. Ah, das heißt, das sind wahrscheinlich die, die wir als erstes uns annehmen wollen. Okay. Geschichte. Die mykenische Zivilisation entwickelte sich zunächst in der peloponnesischen Region Argolis, verbreitet sich aber rasch in viele benachbarte Gebiete. Die frühe mykenische Wirtschaft basiert primär auf einer Kombination aus Land- und Viehwirtschaft und war auf den Anbau von Getreidepflanzen und das Halten von Vieh konzentriert. Als verbesserte Landwirtschaftstechnologien die landwirtschaftliche Effizienz erhöhten, wurde die mykenische Gesellschaft deutlich komplexer und es kam zur Arbeitsteilung und einer beachtlichen Expansion. Die Mykener entwickelten neue Industriezweige, einschließlich, aber nicht ausschließlich, Töpferei, Metallbearbeitung, Schiffsbau und Handel mit benachbarten Regionen. Sie zeichneten sich besonders durch das Schmieden von Bronze und anderen Metallen aus, erschufen Kunstwerke und erstellten diverse Werkzeuge und Kriegswaffen, um ihre Feinde zu bekämpfen. Eines der berühmtesten Artefakte dieser Periode ist die sogenannte Maske von Agamemnon. Ah, davon habe ich schon mal gehört. Eine goldene Totenmaske, datiert auf das 16. Jahrhundert vor Christus. Obwohl das griechische Klima im Allgemeinen günstig war, waren Großteile des Landes zerklüftet und bergig und fruchtbares Ackerland war begrenzt. Der Wettstreit um Ackerland und mineralische Ressourcen begünstigten Konflikte zwischen benachbarten Gruppen und den später entstehenden Stadtstaaten. Stämme führten konstant Krieg gegeneinander und während offene Feldschlachten selten waren, beinhaltete die Kriegsführung oftmals die Zerstörung der feindlichen Landwirtschaft und das Stehlen des feindlichen Viehbestands. Angriffe, die dazu bestimmt waren, die Fähigkeit des Feindes, Nahrung zu erschaffen, zu lähmen. Feldfrüchte wurden verbrannt, Olivenbäume wurden gefällt und der Viehbestand wurde gestohlen oder auf der Stelle geschlachtet. Ein Resultat davon war, dass Siedlungen dazu tendierten, von Orten in der Nähe von Ackerland in Zitadellen auf Bergkuppen oder Akropolen, wie die Griechen sie nannten, umzuziehen.
die zur Verteidigung besser geeignet waren. Mykenische Gesellschaften vereinigten sich, um diese befestigten Siedlungen die einfachen Leute, Mykenische Gesellschaften vereinigten sich um diese befestigten Siedlungen. Die einfachen Leute wurden von einer Kriegerelite angeführt, oftmals mit einem König an der Spitze, in der lokalen Sprache als Vanax bekannt. Bestattungspraktiken wurden in dieser Zeit komplexer und viele der archäologischen Beweise der mykenischen Kultur, die den Historikern zur Verfügung stehen, wurden in Grabstätten gefunden. Obwohl Konflikte an der Tagesordnung waren, entstand unter den Stadtstaaten eine Tendenz zur Bildung diplomatischer Beziehungen und wirtschaftlicher Verbindungen mit ihren Nachbarn, die sich später auf Regionen in Übersee erstrecken. Mykenische Artefakte wurden in vielen Küstenregionen der Ägäis und in noch weiter entfernten Gegenden wie Zypern, Ägypten und dem phönizischen Kernland im östlichen Mittelmeerraum gefunden. Interessant. Der Anfang Griechenlands. Also, wir sollen ein Dorfzentrum bauen. Und der offensichtlichste Ort ist nicht unbedingt der beste. Ich habe hier halt null Ressourcen. Das heißt, ich will auf jeden Fall woanders hin. Und wir sind auch in der Altsteinzeit. Warte. Die Danaer, will ich mich mit denen anlegen? Sollen wir das mal probieren, ob wir uns mit denen anlegen können? Wäre eigentlich eine Idee. Okay, wir ziehen uns zurück. Das, wenn wir die Pelgasa jetzt dahin kommen, das ist mir zu viel. Lauft, flieht. So, okay. Ich bräuchte irgendeine Art Nahrungsquelle. Darf mir aber auch halt auch nicht zu viel Zeit lassen. Ne? Ich suche eigentlich gerade Bärensträucher. Oder irgendwie eine Art Ressourcen, die ich benutzen kann. Von Holz abgesehen. Eigentlich würde ich aber... Ich könnte versuchen, zurückzukehren und zu gucken, ob die Pelasger mittlerweile die Danaer gekillt haben. Und dann versuchen, mich da breit zu machen. Ich glaube, das werde ich auch machen. Gucken wir uns mal ein wenig um. Aber das Gebiet hier ist auch nicht so geil. Wenn man es mal so sieht. Aber ich weiß ja, dass sie auf die Steinzeit begrenzt sind. Das könnte ich für mich benutzen. Kleiner Wall? Okay, ja, sie haben Türme. Ich verstehe schon. Die haben eine Möglichkeit, sich zu verteidigen. Okay, ich glaube, hier oben ist doch eine ganz gute Idee. So ans Meer. Ich meine, wir können ja scheinbar
Ja, lauft einmal komplett außenrum. Gute Idee. Obwohl eigentlich tatsächlich gar nicht mal so kacke. Dann kriege ich hier noch ein bisschen des Umlands mit. Auch wenn ich glaube, ich habe mir viel zu viel Zeit gelassen. Ich brauche irgendwoher Nahrung. Ah, warte, sind hier nicht Fische irgendwo? Ich brauche 100 Nahrung noch. Okay, die reißen hier oben gerade die Hütte ab. Sollen sie machen? Ach komm, renn doch sonst wohin, ey. Wie viel Nahrung gibt's? 148. Okay, das würde reichen. Was macht ihr hier eigentlich, Jungs? Ich lasse die hier einfach ein bisschen Amok laufen. Ich muss noch 100 Nahrung kriegen. Dann, sobald ich in die nächste Zeit aufsteige, kann ich nämlich Bauernhöfe bauen. Und dann wird alles einfacher. Das heißt, ich will aber bis dahin auch nicht noch mehr mache ich erstmal deren Dorfzentrum kaputt. Ach, hier sind Beerenbüsche. Dann wäre das Dorfzentrum hier doch deutlich sinnvoller gewesen. Auf dem Weg habe ich aber auch keine mehr gesehen, ne? Nee. Wir müssen halt echt weit laufen, ist das Problem. Da ist einer der Roten gewesen. Okay, ich sollte vielleicht doch meine Leute zur Verteidigung mir aufheben. Und besonders viele sind wir nicht. Es ist nur irgendwen kriegen, in die nächste Zeit zu kommen. Dann ist alles gut. Aber wir brauchen noch zwei Gebäude der Zeit. Die Pelasker sind bisher gar nicht so angriffslustig, ist mir aufgefallen. Also stört mich jetzt nicht, aber es ist seltsam. 40 Nahrung brauche ich noch. Du hast wie viel Nahrung dabei? 10. Ich leg die mir mal auf die 1, die Dudes. Okay, und gut, einen von unseren Jungs haben wir verloren. Dann sammelt mal da Nahrung. Komm, wir haben es fast. 20 Nahrung brauchen wir noch. Nur 20. Und ich hoffe, dass auf diesem See irgendwo Fische sind. Ansonsten war dieser Hafen und das Fischerboot gerade rausgeworfenes Geld. Okay, perfekt. Komm schon, Jungsteinzeit. Gib mir die Jungsteinzeit.
Tak, 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 tak. Okay, perfekt. Dann helft ihr in der Zeit noch weiter fällen. Wir hier sind keine Fische. Hier sind keine Fische. Das Fischerboot ist nutzlos. Ja, man kann seine eigenen Einheit mit Entfernen töten. Ist allerdings auch recht praktisch, da es auch vorkommen kann, dass man halt sein Bevölkerungslimit erreicht hat. Und dann möchte man eventuell ja einige seiner Einheiten töten. Logan? Alamas. So, hier oben baue ich jetzt so schnell es geht einen Kornspeicher hin gleich. Und unten auch. Also ich baue unten die Felder auf jeden Fall auch hin. Ach, er hat aufgegeben. Ah. Das heißt aber, dass die Roten da waren. Okay, vielleicht möchte ich doch meinen Kornspeicher hier unten hinstellen. Komm. Wir haben es fast. Und. Jawohl. Warum kann ich noch keinen Kornspeicher? Haus, Kaserne, Kornspeicher. Gib mir. Und einen Markt brauche ich auch. Den kann ich ja machen, sobald das da fertig ist. So. Ich könnte eine Kriegsgaleere ausbilden. Kann ich mich von dem See aus einigermaßen wehren. So. Sobald das Ding fertig ist, kann ich Bauernhöfe bauen. Dann habe ich endlich eine Nahrungsquelle. Das ist echt übel ohne Nahrung. Ich krieg Holz, 75 Holz. Komm. Gib Gas. Ein Glück, dass den da unten das überhaupt nicht stört, dass ich hier bin. Okay. Schnell. Jawohl. Wir haben Nahrung. Wir sind die Kings. Hat aber viel zu lange gedauert. So, die ersten 75 Holz, die ich habe, gebe ich für einen weiteren Bauernhof aus. Komm. Ich sehe es doch. 70, 80. So, ich stelle jetzt hier hin. Bin gerade am Überlegen. Also, erstmal werde ich. Oha. Das könnte übel enden. Das wird übel enden. Das wird richtig übel enden. Das Einzige, was ich machen kann, ist, die wegzuführen. Ja, genau ein paar Sekunden später und das wäre alles kein Thema mehr gewesen. Willst du nicht lieber hier die Dörfer und so angreifen?
Ah, der hat ihn gekillt. Cool. Wow, ich werde alle bis auf einen Dorfbewohner verlieren. Toll. Wahnsinn. Geilo. Eigentlich habe ich da jetzt schon fast wieder Bock, das Ganze neu zu starten. Was kommen die auch plötzlich mit so einer Mega-Armee hier an? Hätte ich gewusst, dass die Dorfbewohner so viel Schaden an denen machen. Ja, da kommen direkt die nächsten 20. Okay, wir starten das Ganze neu. Das hat nicht funktioniert. Warum hat der auch direkt so 30 von denen? Ah. Ich dachte, ich bin hier sicher. Chat bringt mir nichts. Ziele. Ja, egal. Aber das, ich würde sagen, dann war das der Fehlversuch für diese Folge. Ich hätte nicht damit Warum sind die von oben und von unten gekommen? Das ist richtig seltsam. Aber ich glaube, ich weiß, wo ich hin will. Wenn die Gelben so gefährlich sind und die Roten scheinbar gar nicht, dann will ich, denke ich, hier oben hinter denen bauen. Oder, ja, theoretisch könnte ich mich ja, kann ich mich ja noch ein bisschen umgucken. Hier unten sind Fische, das wäre eigentlich ein ziemlich nicer Ort. Und ich habe halt auch genug Zeit. Weil ich, wenn ich direkt anfange, die haben hier oben eine Kaserne stehen. Ja, ich denke, das wird eine gute Idee sein. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Folge. Neue Kampagne, direkt die erste Map verkackt. Aber ich lasse es auf jeden Fall trotzdem drin. Weil bisher war es ja recht einfach und sowas kann halt auch passieren, wenn man halt nicht die Zeit hat, sich groß aufzubauen. Also es ist auch eklig, wenn man halt am Anfang wirklich so ultra wenig Ressourcen hat und man kriegt dann halt auch sehr wenige, weil man keine Dorfbewohner hat. Ich habe auch viel zu lange gebraucht, mir einen Platz zu suchen. Das steht außer Frage. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.